Ey, das heißt einfach, dass Lara mir im Sportunterricht den Schlüssel geklaut hat. Dann sind die bei mir zu Hause eingebrochen und haben mir eine tote Ratte ins Bett gelegt. Sorry, aber das geht gar nicht. Ich meine, guck mal, das Mädchen ist doch krank. Die hat doch nicht mehr alle Tassen im Schrank, oder? Ich komme da auch nicht drauf klar. Oh mein Gott, Leute. Was ist los? Schaut mal, was ich auf ihrer Facebook-Seite gefunden habe. Das hat sie gepostet, Alter. Guck mal. Sie rasiert sich einfach die Haare ab. Das ist ein... Das ist doch fake. Was? Wie willst du das bitte faken, hä? Achso, ja, gut. Das sieht richtig geil aus. Ich fühle mich, nein, wenn ich das so nicht sehe, fühle ich mich wirklich richtig frei. Das ist so krass. Sie fühlt sich frei. Oh mein Gott, sie sieht schon aus wie Nazi. Guck mal, ihr ganzer Look, alles. Das ging schnell. Guck mal, die Schuhe. Lara, warte mal bitte. Vielleicht mal abnehmen? Alter. Ja? Kannst du mir mal sagen, was die Scheiße gestern Abend sollte? Was meinst du? Vielleicht, dass da ein bescheuerter Bruder mit seinen Kumpels bei mir eingebrochen ist und die mir eine tote Ratte ins Bett gelegt haben? Oder warst du das alleine? Ich habe keine Ahnung, was bei dir im Bett vorgeht. Ehrlich gesagt ist mir das auch total egal. Also, ich habe jetzt auch gar keinen Bock, darüber zu reden. Ich gehe jetzt einfach zurück in die Klasse, ja? Ich muss nämlich noch lernen. Also, wenn du mich entschuldigen würdest, ja? Nein! Kannst du vielleicht mal dazu stehen? Wenn du so eine Scheiße schon abziehst? Hey, das haben deine Freunde gestern bei Toni vergessen. Das ist ja widerlich, Alter. Sag mal, findest du, hä? Der Türke hier beschmeißt mich mit Ratten! Was, Lara? Jetzt haben wir mal nicht so eine Scheiße. Nee, sie sollen es scheinheilig tun. Was soll der Krach? Was ist das? Klar, dass die Direktorin genau dann auftauchen muss, wenn ich Lara eine Ansage mache. Aber Lara denkt ja immer noch, ich habe sie verpfiffen wegen der Messersache. Dann sieht sie jetzt mal, wie es ist, wenn ich sie wirklich verpfeife. Die Sache mit der Ratte, das hat Konsequenzen für dich. Das dürfte dir doch wohl klar sein. Ja, ist mir klar. Entschuldigung, aber es kann ja jetzt nicht sein, dass Dean wegen einer Ratte bestraft wird, die Laras Bruder oder Lara selbst bei mir im Haus deponiert hat. Ja, in meinem Bett. Das stimmt doch gar nicht. Die sind eingebrochen. Das stimmt gar nicht. Das stimmt nicht, ja? Hm? Was ist das, ja? Ne? Frau Bast? Eine Ratte im Bett? Ja, in Tonis Bett. Nur was beweist das? Dass sie die tote Ratte dahin getan hat. Als wir nach Hause gegangen sind, da kamen uns sogar noch René und seine komischen Typen entgegen. Die kamen von meinem Zuhause. Und die sind da reingekommen mit dem Schlüssel, den Lara mir geklaut hat. Sag mal, kannst du deine kranken Anschuldigungen überhaupt beweisen? Kannst du beweisen, dass ich das war? Lara, ich möchte jetzt doch gerne mal von dir deine Meinung hören. Die beiden haben jetzt genug geredet. Ja, die versuchen einfach nur wieder, mich zu mobben. Was? Ja, einfach weil ich nicht in dein politisch korrektes Weltbild passe. Die kommen einfach nicht damit klar, dass ich eine eigene Meinung habe. Das ist völliger Quatsch. Ich habe Lara noch nie gemobbt und ich mobbe sie auch nicht. Toni, lass gut sein. Scheiß drauf. Mit der kann man nicht reden, Dix. Es reicht jetzt. Das ist eine ernste Sache. Ich meine, dass wir in Deutschland Meinungsfreiheit haben. Ist alles gut. Aber das heißt nicht, dass ich alles tolerieren muss. Vor kurzer Zeit habe ich dir ein Messer abgenommen hier in der Schule. Ich musste dich für ein paar Tage suspendieren. Und gestern kam Frau Emeling zu mir und hat mir berichtet, dass du, Dean und noch jemanden vollgepöbelt hast während des Unterrichts. Mensch, Lara. Ich weiß, deine Mama ist vor kurzem gestorben. Das musst du alles erstmal bewältigen. Aber den Weg, so wie du im Moment gehst, das geht nicht. Ich biete dir meine Hilfe an. Du kannst wirklich jederzeit zu mir kommen, wenn du was hast. Sie wollen mir helfen? Ja, na sicher. Ihr seid diejenigen, die eigentlich Hilfe bräuchten. Sind wir denn jetzt fertig? Ich verstehe einfach nicht, wie sich ein Mensch in so kurzer Zeit so verändern kann. Ja, Lara war vielleicht ein bisschen schräg, aber sie war trotzdem lieb und nett. Und jetzt? Ich finde das so krass, ne? Lara macht jede Scheißaktion und der passiert nichts, ja? Und du musst jetzt auf dem Schulhof Müll sammeln? Was soll das? Guck mal, Lara verteilt irgendwelche Nazi-Flyer. Wie? Oder das ist eine scheiß Werbung für so eine Nazi-Band, man, die morgen spielt. Das ist so eine kranke Scheiße, Alter. Ey, die hat vorhin noch eine Ansage gekriegt von der Direktorin und jetzt verteilt die hier Flyer und macht Werbung für ihre scheiß Nazi-Gang oder was? Guck mal. Nee, Alter, mir reicht's. Ich hab einfach keinen Bock mehr auf Lara und ihr scheiß Nazi-Getue. Die muss doch irgendwann mal checken, wenn's gut ist.
Was willst du denn jetzt? Merkst du nicht, wenn es reicht? Was willst du jetzt? Was soll ich, Scheiß? Warum verzeihst Alter, du sowas? Alter, verpiss dich, Mann! Du spinnst du da was? Autos. Toni. Was soll das? Ich, Alter. Ach, Philipp, bist du ziemlich krass abgegangen, Toni. Du blutest. Ich mach das schon. Das ist einfach nur peinlich. Wisst ihr was? Lass mich dein Ernst, Tim? Ich hab mich aufgeführt wie die letzte Assi-Bratze. Lara macht mich einfach inzwischen so wütend, dass ich sie schlagen will. Dabei wollte ich sie aus der Scheiße doch rausholen. Was ist da nur schiefgelaufen? Oh, fuck. Jetzt halt einfach mal Barkeeper. Ich fand, Toni, du hast dich ziemlich gut geschlagen. Nee. Doch. Ich hab mich einfach nur total von Lara provozieren lassen, ganz ehrlich. Guck mal, ich wollte dir eigentlich aus diesem Nazi-Sumpf rausholen. Was mach ich? Geh ich genau auf das gleiche Niveau und werd aggressiv und gewalttätig. Toni. Schau mal, das ist die einzigste Sprache, die diese Nazi-Bratzen verstehen. Schau mal, die Alte, die hat Werbung für ein Nazi-Konzert vor der Schule gemacht. Verstehst du das? Und du hast ihr einfach noch einen Riegel zugeschmissen. Das war gut, was du gemacht hast. Nein, das war nicht gut. Willst du jetzt sagen, guck mal, wir können doch nicht mit Gewalt dagegen angehen. Ganz ehrlich, wir müssen irgendwas anderes machen. Aber nur was? Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Wir können den doch nicht einfach so unserem Feld überlassen. Verstehst du? Unser Revier. Leute, ich hab's. Ich hab's. Wir machen ein Gegenkonzert. Boah, einfach spontan. Geil, Alter. Oh mein Gott, das ist ja mega die geile Idee. Geil! Oder, Leute? Ja. Ich kenne eine Band, die ist bestimmt irgendwie bereit, so einen spontanen Gig zu machen. Papa? Oh. Na? Oh mein Gott. Hey, komm mal her. Was hältst du denn so von heute? Anti-Nazi-Party im L.A. Ganz spontan. Ganz spontan, ja. Das ist wirklich. Finde ich gut. Das ja, ist ein Statement. Also, generell Anti-Nazi und so finde ich ja eine richtige Sache, aber es ist schon relativ spontan. Ich muss das mit Janis klären. Janis ist mein Neffe und er wird definitiv ja sagen. Und wenn ihr wollt, helfe ich auch. Ja. Na dann. Ja, das ist richtig geil, Mann. Das ist echt eine gute Idee. So, auf uns. Wer hatte die Idee? Ich stelle mir alles auf. Das ist eine richtig gute Idee. Ihr seid also alle dabei? Ja. Ja. Ach so. Also ihr denkt, so ein Konzert bringt was. Dann könnt ihr die Nazis schön wegtanzen, oder wie? Das ist euer Ziel. Hey, das wird richtig geil, Digga, allgemein was dagegen zu tun. Aber Dean, guck mal, es geht doch gar nicht um Tanzen. Es geht sich einfach darum, dass wir ein Gegen-Event starten. Guck mal, wo wir zeigen können, dass wir bunter sind, dass wir kreativer sind und auch, dass wir einfach alle zusammenhalten. Dass wir egal lauter von, sind. Egal, und von welcher Kultur wir sind. Und sexiger. Und kreativer. Ist ja alles schön und gut. Wir sind alle kreativ, bunt und laut. Aber sowas bringt doch nichts. Mann, die sind krank, die sind gewalttätig, verstehst du? Oh, Junge. Die verstehen sowas. Und wenn ihr wirklich denkt, sowas bringt etwas, dann seid ihr extrem naiv. Sorry. Ich gar nichts dagegen machen. Jetzt mal ganz im Ernst. Dicker, kann es einfach sein, dass du die Idee scheiße findest, weil sie von mir kommt? Ach, Mann, ey. Ey, so eine Scheiße muss ich mir echt nicht geben. Ey, ohne Witz, da lerne ich lieber für mein Abi. Klar tut mir das leid, dass Dean jetzt so angefressen abgehauen ist. Aber mal im Ernst, was hat er denn gegen so ein Event? Ich finde das mega geil. Und egal, was Dean sagt, wir werden die richtig weg. Ey, Lilly, guck mal. Was denn? Auf meiner Anti-Nazi-Party haben so viele zugesagt. Okay, auf Facebook, auf Instagram. Ja, mega. Aber das ist auch echt eine coole Aktion, Toni. Danke. Hey, Leute. Voll happy. Yes, hello. Ja, mach mal dein Besen weg. Achtung. Oha, was hast du denn da gezaubert? Ja. Hast du das komplett? Dein Ernst, Connor? Hast du das komplett alleine gemacht? Ja, seit dem Kindergarten Bester am Basteln. Was ist das? Okay, komm, das müssen wir sofort aufhängen. Danny, hast du taped? Yes. Ja, Kim. Wow. Schön. So, hier. Und du auch? Ich hab ein Spendierhöschen an. Wir haben ein bisschen was ausgegeben bekommen. Ja, natürlich nur alkoholfrei. Also gönnt euch ruhig. Geil, Alter, danke. Kümmel. Kommst du übermorgen auch zu meinem Auftritt? Ich habe mich für so ein Open-Mic-Ding angemeldet und das ist bestimmt nicht so groß und so, aber das würde mich. Natürlich komme ich. Ja. Und die anderen auch. Ey, das lassen wir uns doch nicht entgehen. Aber sag mal, weißt du schon, was du dann spielen willst? Wahrscheinlich. Alles gut? Ja. Du kannst mich auch wieder loslassen. Ja, warte, ich hab dich auch runter. Dean? Jo, Dean, was geht? Hey. Toni. Du hier? Ich will mich noch entschuldigen, okay? Jo, was gibt's?
Wegen der Aktion von der WG. Man kriegt hier Affentanz von. Und klar, ich unterstütze dich bei der ganzen Nazi-Geschichte. Das liegt von dir. Verzeihst du mir? Natürlich. Gut. Schön, dass du da bist. Ja, immer. Alter. Ich weiß gerade echt nicht, was das zwischen Connor und mir ist. Ich dachte eigentlich, wir wären nur Freunde. Aber dieser Moment gerade, ich muss mich da echt zusammenreißen. Ja, Leute, schön, dass ihr alle da seid. Und zwar sind wir heute hier, weil wir zeigen wollen, dass wir gegen Nazis sind. Wir sind gegen Intoleranz und gegen Gewalt. Wir sind dagegen, dass Leute wegen ihres Aussehens, wegen ihrer Herkunft oder wegen ihrer Sexualität oder aber ihrer Meinung bedroht werden. Ja, Mann! Geht kacken! Nazi-Spacken! Und jetzt freue ich mich richtig, dass sie heute für uns hier ist und den Song Blau performt. Deswegen ein Riesenapplaus für Amanda! Dann habt ihr Bock oder was? Yeah. Na, dann geht's los. Ich glaube, ich bin sprunghaft. Ich mach gern Neues und das jeden Tag. Ich lebe von Luft und Liebe. Ich komm auch ohne viel Kohle klar. Und Mr. Chef sagt, so läuft's nicht, dräng dich an, denn Arbeit muss sein. Doch ich bin gegen Regeln allergisch, will mich entfalten und einfach ich bleiben. Montag bis Freitag immer das Gleiche, immer nur ackern, nein, Mann, es reicht jetzt. Ich will nicht warten auf einen Feierabend, will lieber los und gleich was starten. Komm, sei doch ehrlich, du bist wie ich, du hast auch keinen Bock. Also lass gehen, mach Stopp, hey. Guck, der Himmel ist blau, komm, das machen wir auch. Mann, dein Laptop ist grau, klapp ihn zu, Nazis rauf. Nein, Fred! Hallo, Leute! Was soll dir denn hier? Danke für die Einladung. Habt ihr Spaß? Ihr solltet euch gut überlegen, gegen wen und für wen ihr seid. Vielleicht ist es ja doch nicht so wichtig, auf dieser Party zu sein. Hey, Dino, mach auf. Da gehen ja schon welche. Offensichtlich kannst du doch nichts gegen uns ausrichten. Hast du Angst? Nazis raus. Nazis raus. Nazis raus. Nazis raus. Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Was machst du hier? Nazis hast du ein Problem oder was? Nazis! Pass mal auf, du kleiner Pisser, ja? Wenn du ein Problem hast, dann kannst du es mir jetzt sagen, hm? 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 Kommt ziemlich wenig, ja? Verpisst euch! Und zwar jetzt. Du mit deiner Scheißmütze, hm? Raus da! Ey, du kennst dich aber schon! Boah, ey! Skinhead raus! Du hast den Zahnstocher nicht, du Idiot! Das ist so sexy, wie mutig du bist. Alter, scheiße, ich hätte echt nicht damit gerechnet, dass wir mit denen heute nur Stress haben. Aber denen haben wir sowas von gezeigt, dass wir uns nicht einschüchtern lassen. Mike? Mike? Das ist mega peinlich. Du kannst dich nicht mit so jemandem wie Schmitty sehen lassen, Mann. Das ist so wie die Schöne und das Biest beste Beispiel. Du darfst gerne gucken, aber du kannst auch gerne mitkommen.